Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Futures Handel, die Königsdisziplin. Mein Name ist Stanislav Savac und ich darf Sie recht herzlich begrüßen, auch im Namen von WH Self Invest. Und ich werde Ihnen heute mal einen Einblick in den Futures Handel geben. Es handelt sich hierbei um einen allgemeinen Überblick, der Ihnen einfach mal die Vorzüge des Handels mit Future-Kontrakten zeigt. Deswegen vorab meine Frage, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, haben Sie alle ein gutes Bild und verstehen Sie mich alle gut? Da würde ich Sie kurz bitten, mir eine Rückmeldung zu geben im Chat. So, nochmals meine Frage an Sie. Verstehen Sie mich alle und haben Sie alle ein Bild? Da würde ich Sie bitten, kurz eine Rückmeldung zu geben, ob Sie alle ein Bild haben und mich alle gut verstehen. Hallo, verstehen Sie mich? Haben Sie alle ein Bild? Würde mir jemand antworten, falls er mich versteht und hört? Handel, die Königsdisziplin. Mein Name ist Stefan Stanisawatz vom Broker WH Self Invest und ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir werden uns heute mit dem Thema Futures beschäftigen, im Allgemeinen, was sich damit überhaupt auf sich hat. Und meine Bitte vorab an Sie ist, mir eine kurze Rückmeldung im Chat zu geben, ob Sie mich alle gut verstehen und ob Sie alle auch ein Bild haben. Deswegen würde ich Sie bitten, mir eine kurze Rückmeldung im Chat zu geben, ob Sie mich verstehen und sehen. Gut, danke für das Feedback. Alles wunderbar, so wie ich das mitbekomme. Freut mich zu hören. Ja, kurz zu uns, zu WH Self Invest, bevor ich mit dem eigentlichen Thema heute beginne. Uns gibt es seit dem Jahre 1998, also wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und wir zählen zu einem der zuverlässigsten und renommiertesten Brokern in ganz Europa. Wir haben verschiedene Börsenmaklerlizenzen, Kommissionärslizenzen mit verschiedenen Zweigniederlassungen in Deutschland, wo wir durch die BaFin reguliert sind, der Schweiz etc. Und wir bieten halt über 1 Million Produkte an, die Sie bei uns handeln können. Tausende von CFDs, Forex-Paare, Aktien, Zertifikate, Optionen und halt auch besagte Futures. Und das alles bieten wir an in einer hervorragenden Plattform, dem Nanotrader. Wir werden uns heute, wie gesagt, hauptsächlich mit der Theorie beschäftigen, wobei ich natürlich auch zwischendurch immer in die Plattform wechseln werde, um Ihnen auch so die Vorzüge von dem Instrument, womit Sie arbeiten, in dem Fall der Plattform, in dem Fall der Nanotrader, halt auch zu zeigen. Ja, dann legen wir eigentlich auch los mit dem eigentlichen Thema von heute. Und zwar ist das ja, wie gesagt, das Thema mit dem Future-Handel, die Königsdisziplin.
Hier vorab für Sie auch wichtig der Risikohinweis. Also alle Informationen, die Sie jetzt hier heute auch hören werden, inklusive der prozentualen Erträge, sind rein zu Informationszwecken gedacht und vertraglich nicht bindend. Die ausgewiesenen Erträge sind vor Kosten berechnet. Vergangene Performance bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, ganz wichtig. Und WHSelf Invest kann Positionen in diesem Wert erhalten. Die angegebenen Informationen stammen aus Quellen, die als verlässlich eingestuft wurden. Jedoch kann dies nicht garantiert werden. Und das ist auch der Aufbau, den Sie hier sehen werden. Heute zwar einmal zeige ich Ihnen auf die Vorteile, die Ihnen der Future-Handel bietet. Und natürlich gehen wir auch auf den Punkt des Budgets ein. Was ist an Budgetbedarf, um einen Future zu handeln? Kurz zur Historie vorab. Weshalb gibt es überhaupt Futures? Woher kommen die Futures? Und zwar sind diese entstanden aus den sogenannten Forward-Geschäften. Und diese Idee oder die Idee, die diesen Forward-Geschäften zugrunde gelegen ist, war es gewesen, die Ungewissheit von zukünftigen Entwicklungen den Preis betreffend weitestgehend zu eliminieren und halt somit dem Geschäftetreibenden ein kalkulierbares oder eine Grundlage zu geben, mit der man kalkulieren kann. Also dass er eine Kalkulationsgrundlage hat für seine Geschäfte. Als Beispiel wird hier immer wieder gerne der Landwirt gebracht, also der Bauer, der natürlich schon also zu dem Zeitpunkt, wo er seine Saat ausgebracht hat, weiß, welchen Preis er damit später erwirtschaften kann, ist natürlich viel, viel besser aufgestellt im Sinne von, dass er einfach besser weiß, wie viel er investieren soll und wie groß der Ertrag sein wird, den er später für die Aussaat natürlich erhält. Und durch dieses Forward-Geschäft, das ist halt das Mittel gewesen oder das Instrument gewesen, womit er dieses Ziel, also diese Kalkulationsgrundlage erreicht hat. Er fixiert also vor der Saat den Preis, zu dem er seine Getreide zur Erntezeit verkaufen kann. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch eine Verpflichtung, dann die vereinbarte Menge an Getreide zu liefern. Und aus diesem Handel heraus sind diese Futures-Geschäfte entstanden. So, hier haben wir jetzt mal einen Vergleich direkt mal, damit wir so ein bisschen mal direkt mal auch so ein bisschen Leben in die ganze Geschichte bringen. Da wir uns hier jetzt natürlich in Deutschland aufhalten, auch natürlich die beiden meist gehandelten Kontrakte, die wir hier jetzt auch natürlich haben. Und zwar einmal den DAX und natürlich auch den Mini-DAX. Die Tickgröße, also der kleinste sich bewegende Einheit, ist beim DAX 0,5 Punkte, beim Mini-DAX ist es ein Punkt. Der Tickwert ist beim DAX 12,50 Euro, wohingegen er beim Mini-DAX nur 5 Euro ist. Und die Kontraktgröße ist auch somit beim DAX, also der Punktwert, dann 25 Euro. Beim Mini-DAX sind es 5 Euro und Sie sehen auch, die Fälligkeit ist bei beiden gleich. Jeweils zum Quartal hin wird der Kontrakt fällig, also im März, im Juni, im September und im Dezember. So, was Sie vorab eigentlich sich immer wieder vor Augen führen sollten, ist, dass Futures-Märkte in der heutigen Zeit, früher war das anders, aber in der heutigen Zeit der elektronischen Märkte sind sie für Privatanleger sehr gut zugänglich. Denn alle Futures-Märkte funktionieren zum größten Teil auf Basis derselben Prinzipien. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass alle Futures-Märkte mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip arbeiten und wenn Sie das verinnerlicht haben, ist es für Sie ein leichtes, auch entsprechend dann jeden Future-Kontrakt an jeder Börse zu handeln. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass die Futures-Märkte elektronisch organisiert sind, 100% zentralisiert und vollkommen transparent.
Das heißt für Sie nochmals diese elektronische Organisiertheit und diese hundertprozentige Zentralisierung und dadurch diese Transparenz, die dem zugrunde liegt, macht es für Sie als Privatanleger, wenn Sie denn auch einen Broker haben, der Ihnen auch die richtige Technologie anhand gibt, haben Sie genau den gleichen Wissensstand wie ein Vollprofi, der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Also da gibt es dann keinen Unterschied zwischen Ihnen als Privatanleger und einem professionellen Händler. Wie funktionieren diese Futures-Börsen und der Future-Handel im Groben? Und zwar jeder Future wird nur an einer einzigen Börse gehandelt. Das heißt im Umkehrschluss, dass eine Future-Order, wo immer sie auch in der Welt von Ihnen platziert wird, an eine einzige Börse weitergeleitet wird. Und daher kommt auch diese Transparenz, von der ich vorhin sprach. Das heißt also, jeder, der den DAX handeln will, muss dies an der Eurex tun. Egal, ob Sie in Hongkong leben, in Australien leben, in Kanada leben oder in Serbien leben, das spielt keine Rolle. Wenn Sie den DAX handeln wollen, respektive den Mini-DAX handeln wollen, müssen Sie dies an der Eurex tun. Ebenso wichtig für Sie sind auch die ausführlichen Marktinformationen, die Sie von der Future-Börse erhalten und die Ihnen, das sind diese Tick-by-Tick-Daten, die Ihnen in Realtime zur Verfügung stehen, wodurch Sie auch einen sehr guten Einblick in diesen Markt erhalten. Auch das wiederum hier, es spielt keine Rolle für die Börse, ob Sie ein professioneller Händler sind oder ein privater Anleger sind. Sie alle haben die gleichen Informationen. Alle eingehenden Orders werden in einem Realtime-Orderbuch gezeigt. Pro Preisniveau wird dann in diesem Orderbuch angegeben, wie viele Futures die Käufer kaufen und die Verkäufer verkaufen wollen. Alle ausgeführten Orders werden mit Preis und Volumen angezeigt. Es findet in der Tat eine millisekundenschnelle Order-Ausführung statt. Futures sind an der Börse notiert und haben daher einen offiziellen Kurs. Dies ist für den Anleger ein Vorteil, denn Sie haben dann einen Referenzpunkt, einen Referenzkurs. Das heißt, Sie haben dann eine Möglichkeit, sich zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht richtig ausgeführt worden sind. Und des Weiteren natürlich, Futures-Börsen schicken die Daten Tick by Tick. Das ist auch ganz wichtig. Wenn Sie sich für einen Broker entscheiden, der Ihnen Tick-by-Tick-Daten liefert, haben Sie alles, was Sie benötigen, um eine gründliche Analyse auch der Märkte durchzuführen. Dazu komme ich aber gleich noch, was es mit diesen Tick-by-Tick-Daten auf sich hat. Für Sie dann auch vielleicht mal ganz interessant zu wissen, bevor wir dann mal zum nächsten Punkt kommen, dem Orderbuch. Die meistgehandelten Futures, das ist natürlich dann zum einen der Future des Dow und des Mini S&P 500 und des Nasdaq, genauso wie der Euro-US-Dollar als Future oder Gold und Erdöl. Das sind so mitunter die meistgehandelten an der CME, an der Chicago Mercantile Exchange, eine der, wenn nicht sogar die weltgrößte Futures-Börse überhaupt. Dann natürlich, was hier in Europa sehr viel gehandelt wird, auch gerade im frankophonen Bereich beispielsweise, ist der CAC 40 40 und der AEX, also der niederländische Index und der französische Index, der CAC 40. Die werden an der Euronext gehandelt und natürlich für uns in Deutschland sehr, sehr interessant, die Eurex, wo natürlich der DAX, der Mini-DAX, der Eurostoxx und der Bund Future beispielsweise gehandelt werden. Und auch hier gilt dann, die europäischen Futures-Börsen haben geöffnet von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Also das ist auch für Sie nochmal wichtig zu wissen. Immer die gleichen Handelszeiten an verschiedenen Futures-Börsen aber. Also wie gesagt, wenn Sie den DAX handeln wollen, tun Sie das an der Eurex. Wenn Sie den S&P 500 handeln wollen, tun Sie das an der CME. Und jeder, der diesen Kontrakt handeln will, tut dies auch an der CME. Also
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Future-Handels, dass das immer an einem einzigen Börsenplatz passiert. Der nächste Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, was ich Ihnen ja vorhin gesagt habe, ist das Orderbuch. Was ist hier jetzt aufgeführt? Wir haben jetzt hier, was sehen wir hier? Also wir sehen jetzt hier beispielsweise die verschiedenen Preisniveaus. Und zwar hier unten jetzt, wo die rote 1 steht, bei 158,81. Das ist der Geldkurs und das ist der höchste Preis, zu dem die Käufer kaufen wollen. Also der höchste Bid, den die Käufer bereit sind zu zahlen. Dann oben drüber, dann blau hinterlegt, die 158,82, das ist der Briefkurs. Das ist der niedrigste Preis, zu dem die Verkäufer verkaufen wollen. Das sehen Sie also an 1 und an 2. Dann in den Spalten, in der grünen Spalte links Bid und in der rechten Spalte, also in der roten Spalte rechts, dem Ask. Dort sehen Sie die jeweiligen Volumina auf den jeweiligen Preislevels. Und zwar die Anzahl von Futures, die die Käufer pro Preisniveau kaufen wollen. Also Sie sehen jetzt hier, es gibt 380 auf dem Preisniveau von 158,80 beispielsweise und 916 bei dem Preisniveau 158,87. Und 5 natürlich. Das ist auch eine wichtige Information. Das ist das Preis und das Volumen der zuletzt ausgeführten Orders. Sie sehen jetzt hier mit der 5 auch blau hinterlegt, 158,82. Das heißt, 100 Käufer waren bereit, den teuren Briefkurs zu bezahlen, anstatt zu warten, bis halt irgendeiner von der Ask-Seite halt den zu 158,81 anbietet. Man nennt dies einen aktiven Käufer mit einem passiven Verkäufer auf der anderen Seite. Also das ist beispielsweise eine Möglichkeit, die Ihnen nur im Future-Handel möglich ist. Also dieses Orderbuch sehen Sie nur im Future-Handel. Im CFD-Handel sehen Sie diese Informationen nicht, weil es einfach keine Börse gibt, wo ein DAX-CFD beispielsweise gehandelt wird. Also das ist eine Information, die Sie nur im Future-Handel erhalten. Andere Möglichkeit, und zwar wird es jetzt auch sehr interessant, das ist die Spread-Vermeidung. Im Future-Handel ist es sogar möglich, dass Sie keinen Spread bezahlen, wohingegen das bei einem CFD unmöglich ist. Beim CFD kaufen Sie immer zum teureren Ask-Kurs ein, das heißt, Sie zahlen immer den Spread, wenn Sie eine Position eröffnen. Und hier im Future-Handel ist es sogar möglich, dass Sie diesen Spread vermeiden, indem Sie einfach warten, bis Ihnen einer das zu diesem Preis, wie Sie es hier sehen, 2666,50, bis Ihnen das anbietet. Das heißt, hier ist es möglich, ohne dass sich der Geldbrief nicht bewegt, zu einem günstigeren oder also den Spread zu vermeiden und quasi zu warten, bis der Ask runterrutscht und somit Sie den Spread nicht zahlen müssen. Bei einem, wie ich schon vorhin sagte, bei einem OTC-Produkt, wie einem CFD oder einem Forex, ist das nicht möglich. Einfaches Rechenbeispiel, damit Sie quasi zu 2666,50 kaufen könnten, muss der Geldbrief zuerst um 0,01% gesunken sein auf die 2666,50, wohingegen das bei dem Future vermeidbar ist. Wir haben auch eine schöne Funktion, die nennt sich Auto-Bid. Damit können Sie dann automatisch zum Bid-Kurs kaufen, sobald er verfügbar ist,
werden sie danach ausgeführt. Wir wechseln jetzt mal in die Plattform. Dann zeige ich Ihnen das auch mal, was ich Ihnen jetzt Ihnen gerade eben hier gezeigt habe. So, wir sehen jetzt hier, haben wir jetzt live, sind wir jetzt auf der Eurex. Wir sehen jetzt hier, wir haben geöffnet den FDAX als Juni-Kontrakt. Hier oben sehen Sie das auch, FDAX JUN8. Das heißt, FDAX Juni 18, also 2018, das Jahr, in dem wir uns befinden. Hier rechts sehen Sie das Orderbuch und Sie sehen auch hier, jetzt haben wir gerade ein Spread von einem Punkt beispielsweise und das springt jetzt permanent hin und her, wie Sie sehen. Jetzt sind wir bei 0,5 Punkten und es kann natürlich auch sein, dass wir hier auch irgendwann zu einem Auto. Jetzt hatten wir gerade gar kein Spread, wie Sie sehen. Also Sie sehen, wir sind jetzt gerade hier live und in Farbe auf dem Kontrakt drauf, auf der Eurex, auf dem FDAX. Das ist es, ein Orderbuch. Sie sehen, es ist nicht allzu viel los. Also da sind jetzt relativ überschaubare Volumina hinterlegt. Wenn wir uns jetzt mal einen anderen Kontrakt anschauen, dazu gehen wir jetzt mal auch auf die Eurex und öffnen uns jetzt mal den Bund-Kontrakt beispielsweise. Wir haben jetzt hier den Bund nebenan und Sie sehen jetzt, was hier im Bund los ist. Also im Bund sehen Sie schon, haben Sie ganz andere Volumina, die dort hinten dran stehen. Also da werden auch ganz andere Kontaktgrößen und auch Mengen hin und her bewegt. Also wir haben jetzt hier beispielsweise 1.403 Kontrakte auf dem Preisniveau von 159,35. Und das sind halt für Sie alles ganz, ganz wichtige und relevante Informationen. Also nochmals kurz zu den Parametern, die so einem Future-Kontrakt zugrunde liegen. Es gibt Futures auf Indizes, Rohstoffe, Währungen und so weiter. Und die Börse beschreibt detailliert, wie sich der zugrunde liegende Wert zusammensetzt. Und zwar haben wir einmal den Wert eines Punktes. Also, wenn jetzt der Kontrakt von 2000 auf 2001 steigt. Dann haben wir den Tickwert. Das ist die kleinstmögliche Kursbewegung. Bei einem FDAX haben wir einen Tickwert, wie ich es vorhin gesagt habe, von 12,50 €. Und wenn der sich jetzt logischerweise um einen Punkt nach oben bewegt, hat er sich also um zwei Ticks bewegt, also 25 Euro. Somit kommen wir auf einen Punktwert von 25. Beim Mini DAX sind es 5 Euro. Dann die Mindestmargin, und zwar ist das halt die Sicherheitsleistung, die die Börse von dem Anleger fordert und natürlich die Börsengebühr, die anfällt. Bei dem Mini DAX haben Sie gerade mal eine Börsengebühr von 25 Cent, wenn Sie den handeln wollen. Und natürlich noch der Verfallstermin, der dem zugrunde liegt. Ja, jetzt habe ich Ihnen mal das Orderbuch mal auch live gezeigt, wie sich das darstellt. Der nächste Punkt, auch ganz wichtig, Time and Sales. Time and Sales ist, ja, wie soll man es nennen? Dort sehen Sie, was passiert ist. Und zwar ist das Time and Sales der ausgeführten Orders. Und zwar hier 1, die linke Spalte, das ist der Preis, zu dem eine Order ausgeführt worden ist. Bei 2 in der mittleren Spalte sehen Sie die Anzahl der gehandelten Futures zu dem Preis. Und 3 ist der Zeitstempel natürlich. Dort sehen Sie, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht, genau, dort sehen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Order ausgeführt worden ist. Und Sie sehen jetzt hier verschiedene Farbhinterlegungen. Bei 4 hier unten sehen Sie grün. Das ist die erste zum Briefkurs ausgeführte Order. Das heißt, wir hatten hier einen aktiven Käufer und einen passiven Verkäufer. Sie sehen, die folgenden sind dann weiß, weil die zum gleichen Preis ausgeführt worden sind. Und rot
haben wir es genau umgekehrt. Das ist der erste zum Geldkurs ausgeführte Order, also zum Bid. Da haben wir hier umgekehrt natürlich einen aktiven Verkäufer und einen passiven Käufer. Und die darauffolgenden wurden dann zum gleichen Preis ausgeführt. Hier sehen Sie es wunderschön, 2667,50 hier oben. Und dann kommt eine ganze Latte. Sie sehen auch hier alles zur gleichen Zeit. Das ist halt der Vorteil vom Future-Handel, wo wir von den Millisekunden reden, die halt alle zum gleichen Preis ausgeführt worden sind. Auch das ist eine Information, die Sie nur Tick by Tick erhalten, diese Information des Time and Sales. Und an dieser Stelle möchte ich das nochmal wiederholen, wie wichtig es eigentlich ist, einen, ja, wie soll ich sagen, einen Broker zu haben, der Ihnen auch echte Tick-by-Tick-Daten liefert. Wir wechseln in die Plattform, um es Ihnen auch dort zu zeigen. Hier oben haben wir den Punkt Time and Sales. Und wenn ich jetzt den öffne, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, dann sehen Sie es auch ein bisschen besser. So. Bid und Ask einblenden. Und jetzt sehen Sie auch, wie rasend schnell das geht. Also jetzt achten Sie mal unten auf die Bewegung, die Sie jetzt gerade sehen. Und das ist halt für Sie natürlich auch eine wichtige Information, zu sehen, zu welchem Preis wie viele Kontrakte wann und wo gehandelt worden sind. Also das ist wirklich eine ganz relevante und wichtige Information auch für Sie. Dort sehen Sie halt genau, was zu welchem Preis wann gehandelt worden ist mit Zeitstempel. Im Orderbuch oben sehen Sie halt den aktuellen Stand, also wie viele bereit sind, zu welchem Preis zu kaufen und wie viele bereit sind, zu Preis Y zu verkaufen. Und es geht halt immer um die einzelnen Stückzahlen. Das ist halt wichtig und das ist nur möglich, wenn Sie einen Tick-by-Tick-Datenanbieter haben. Also man kann es nicht oft genug sagen. Auch hier möchte ich dann einfach mal auch kurz WH Self-Invest ins Spiel bringen und auch sagen, dass wir eigentlich meines Wissens nach fast der einzige Tick-by-Tick-Datenanbieter sind. Die meisten anderen Mitbewerber offerieren sogenannte halbsekündige Snapshots im Future-Handel, das heißt, Sie bekommen gerade mal zwei Preise pro Sekunde angezeigt. Aber wenn Sie jemanden, und Sie sehen ja selbst, was hier los ist. Also hier gibt es ja viel, viel mehr Preise pro Sekunde als nur diese zwei. Und deswegen ist es halt so eminent wichtig, einen Tick-by-Tick-Datenanbieter zu haben, der Ihnen hier echte Tick-by-Ticks auch liefert. Und da haben wir ja drei führende Technologien, einmal PET Systems, einmal CQG und einmal TT. Also bei CQG beispielsweise, nur als Beispiel jetzt mal herausgepickt von den dreien, die ich gerade genannt habe, haben Sie bis zu 1000 Ticks pro Sekunde, die Sie dort angezeigt bekommen. Das ist halt natürlich ein immenser Informationsvorsprung auf der einen Seite und natürlich auch für Sie bares Geld, denn je mehr Ticks Sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch besser zu einem besseren Preis ausgeführt werden, weil er ihnen einfach angezeigt wird. Also das heißt, sie können sogar Geld sparen, respektive Geld verdienen durch einen guten Tick-by-Tick-Datenanbieter. So, das war es jetzt soweit erstmal zum Orderbuch und zu Time and Sales. Und die dritte Funktion, die auch auf Tick bei Tick basiert, ist das Histogramm. Und hier bekommen Sie dann nochmals dargestellt das Preisniveau, halt nur bildlich, wo relativ viel gehandelt worden ist. Zeige ich Ihnen auch mal, nochmal jetzt live in der Plattform. Jetzt sind wir hier in dem 5-Minuten-Chart, den zoome ich jetzt mal hier ein bisschen größer.
Und jetzt blende ich mir hier mal ein das Tick, das Time and Sales Histogramm. Und hier sehen Sie halt auch, wenn wir das jetzt ein bisschen hier stauchen, hier sehen Sie jetzt diese eine Linie hier, die dürfte sein bei 1,59,42. Dort haben wir eine relativ starke Auswahl. Das heißt, dass auf dem Preisniveau relativ viele Kontrakte gehandelt worden sind. Also hier sehen Sie das auch nochmal visuell dargestellt auf ein Preisniveau, wo viel gehandelt worden ist. Und natürlich können Sie sich das auch nochmals auch über ein Volumen anzeigen lassen auf einer zeitlichen Ebene. Wenn Sie sich jetzt hier einfach ein Volumen einblenden lassen, das machen wir jetzt mal. Sekunde. Ja, jetzt habe ich hier gerade ein kleines Problem. Sekunde bitte. So. Ja, das ist die Plattform kurz. Ja, machen wir gleich weiter. Zeige ich Ihnen gleich noch. Sie können sich natürlich auch noch ein Volumen unten anzeigen lassen. Das geht auch problemlos mit dem Volumen. Dann sehen Sie es auch auf einer Zeitebene quasi auf der Kerze, wie viel dort gehandelt worden ist. Das ist selbstverständlich auch problemlos möglich. Hier haben wir es. So, ist nur auf einem anderen Bildschirm gerutscht gewesen. Deswegen konnte ich es nicht finden. Jetzt lassen wir uns hier mal ein Volumen anzeigen auch. So, und das haben Sie jetzt auch nochmals dann auf die jeweilige Kerze betrachtet. Jetzt zoomen wir uns das hier mal ran. Und wenn wir uns jetzt die Kerze hier anschauen, dann sehen wir halt beispielsweise, dass auf der Kerze 15, 25, 30, 35, 40, dass auf der Kerze 15.35 Uhr beispielsweise ein Volumen von 12.634 Kontrakten gehandelt worden ist. Das heißt also, Sie sehen, Sie haben einfach ein Vielfaches mehr an Informationen im Future-Handel und durch die Tick-by-Tick-Daten als im CFD-Handel. Also das, Sie sehen, das sind wirklich zwei komplette verschiedene Welten. Und diese Informationen bekommen Sie alle bei uns im Nanotrader auf dem Silbertablett serviert. Nochmals. Tick-by-Tick-Daten ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Future-Handel. Tick-by-Tick-Daten sind Teil der Marktinformationen, die Sie vom Broker, also von uns erhalten, Kurse, Orderbücher, Time and Sales. Und die Futures haben den Vorteil, dass sie diese Informationen sehr umfassend darstellen können und Ihnen auch nützlich sind, wenn Sie natürlich einen Broker haben, der das Ihnen auch darstellt. Vorhin habe ich es schon erwähnt, einige Broker zeigen nur halbsekündliche Snapshots mit der Absicht, natürlich, ist klar, die Kosten zu drücken, aber mit halbsekündigen Snapshots sieht man 75% der Preisänderungen am Markt nicht. Infolgedessen sind alle technischen Analysen, die Sie dann damit tätigen, also mit diesem Datenfeed, mit halbsekündlichen Snapshots, die sind in der Tat nur wirklichkeitsnah. Es fehlen wichtige Informationen im Orderbuch und in den Time-and-Sales-Daten. Und Orders werden auch schlicht und ergreifend schlechter ausgeführt. Halbsekündliche Snapshots vom Markt sind wirklich wertlos. Also es macht keinen Sinn, damit es zu handeln. Es lohnt sich deswegen, Broker nicht nur aufgrund ihrer Gebühren, sondern auch wirklich im Hinblick auf ihre Technologie und die Plattform miteinander zu vergleichen. Das möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz deutlich anmerken. Natürlich sind in der heutigen Zeit Preise immer von Bedeutung und von Wichtigkeit, aber für Sie auch nochmals im Hinterkopf, nicht nur der Preis zählt, sondern auch, wie ist die Technologie, die dahinter steckt. Habe ich Tick-by-Tick-Daten,
Wie ist die Plattform? Bietet die mir die Möglichkeiten, wie sie der Nanotrader beispielsweise bietet? Und dort haben wir eigentlich ein relativ gutes Alleinstellungsmerkmal. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal eine kurze minütige Pause machen und eine kurze Umfrage starten. Ich trinke mal einen Schluck in der Zeit und fange dann nach einer Minute, nachdem die erste Umfrage vorbei ist, an der ich Sie bitte auch kurz daran teilzunehmen, mache ich dann gleich weiter mit dem zweiten Teil. Jetzt erstmal eine kurze Trinkpause mit der ersten Umfrage. Bis gleich. So, vielen Dank für die Teilnahme. Dann machen wir auch direkt weiter jetzt mit dem zweiten Part der heutigen Veranstaltung. Nochmals kurz, um Tick-by-Tick-Charts abzuschließen. Und zwar hier in diesem Beispiel sehen Sie einen 25-sekündigen Zeitraum im Vergleich. Und zwar hier links das Schwarz mit dem schwarzen Hintergrund sehen Sie die den Datenanbieter mit einem halbsekündigen Snapshot. In der Mitte denjenigen mit Tick by Tick. Und zwar links in der Tat sehen Sie wirklich gerade mal 23 Datenpunkte in dem Zeitraum. Das sehen Sie jetzt hier schlecht. Und hier in der Mitte Tick by Tick sehen Sie alle 100 Datenpunkte, die es in diesem 25 Sekunden Zeitraum wirklich gegeben hat. Und rechts nebenan haben wir auch nochmal zum Vergleich das Histogramm auch angeführt, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Oben drüber das von der Halbsekunde eigentlich unbrauchbar und unten drunter ein aussagekräftiges Histogramm mit Tick-by-Tick-Daten. Ja, dann nochmal kurz zu uns, zu WH Self-Invest. Uns gibt es seit 1998 mit Hauptsitz in Luxemburg. Wie gesagt, wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen, hochprofessionelle Trading-Plattform und Zusatzangebote mit einem sehr, sehr guten Kundenservice. So viel auch noch mal kurz in Eigenregie zu uns. Und jetzt kommen wir mal zu dem Budget, wovon wir gerade eben gesprochen haben. Das heißt ja immer, was ja auch einige Leute immer so ein bisschen abschreckt, ist so das Argument, dass ja der Handel relativ teuer wäre mit Futures. Wenn Sie sich das aber mal in Relation setzen zu den Volumina und zu dem Geld, was Sie dort handeln oder mit welchem Geldwert Sie dort im Markt sind, relativiert sich das wieder ganz schnell. Ich habe jetzt hier mal das an einem Beispiel also vorgeführt, bei einer Order pro Kontrakt am Beispiel des Mini-DAXes. Und zwar fallen dort einmal an 2,20 € Kommission für WH Self-Invest. Dann ebenso fällt an 50 Cent für den Tick-by-Tick-Datenanbieter, CQG in diesem Falle, und 25 Cent Eurex-Gebühr. Das heißt also, wenn Sie jetzt pro Order, pro Kontrakt zahlen Sie 2,95 bei einem Punktwert von 5 Euro. Die Margin-Anforderung, das heißt die Sicherheitsleistung, jetzt in dem Falle bei dem Mini-DAX, beträgt 1.500 Euro. Wenn Sie sich das jetzt mal ausrechnen, also Sie haben einen Punktwert von
5 Euro. Der DAX, sagen wir jetzt mal, um es einfacher zu rechnen, steht bei 12.200 Das heißt, 5 Euro mal den Punkt, also 5 Euro Punktwert mal 12.200 Punkte ergibt 61.000 Euro, die Sie im Markt bewegen. Sie zahlen pro Order pro Kontrakt 2,95. Das heißt, Sie teilen jetzt mal 2,95 durch 61.000 und Sie sehen, die Kommission sind gerade mal 0,004% dessen, was Sie im Markt bewegen. Also wirklich, das müssen Sie immer in dieser Relation sehen. Was ist wirklich verschwindend gering? Also sehr günstig, will ich damit sagen. Hier kommt gerade die Frage, 2,95 mal 2 oder nicht? Ja, korrekt. 2,95 Euro im Half-Turn. Pro Order, pro Kontrakt. Deswegen sage ich ja, Half-Turn pro Order. Das heißt, rein raus sind es 5,90 Euro, die Sie zahlen. Kontrakt eröffnen und schließen. Aber oben steht ja pro Order, pro Kontrakt. Also Sie sehen, es ist wirklich sehr, sehr günstig. Sind wirklich gerade mal 0,004% an Kommission, die dort anfallen. Was sind jetzt die Kosten, die wir haben pro Order, pro Kontrakt? Hinzu kommen dann noch Kosten, die Sie im Monat haben. Das sind monatliche Kosten. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Eurex, Sie möchten den Mini-DAX handeln. Wir bleiben mal bei dem Beispiel Mini-DAX. Die Eurex verlangt 20 Euro, damit Sie dort handeln können. Das heißt also, Sie zahlen im Monat 20 Euro. Daneben haben Sie noch eine große Auswahl zwischen 9 Paketen an historischen Daten. Beginnt bei 0 Euro ohne historischen Daten, endet bei 89 Euro. Dann haben Sie 5 Jahre Intraday, 5 Jahre End-of-Day-Historie und, und. Also Sie sehen, hier gibt es auch eine große Bandbreite für jeden Geschmack, ist hier auch etwas dabei. Wenn wir uns jetzt aber nur mal die Zugangsdaten zur Eurex mal anschauen, diese 20 Euro. Wir wissen ja, der Punktwert von dem Mini-DAX sind 5 Euro. Damit Sie jetzt diesen Zugang erwirtschaften, muss er sich um 4 Punkte bewegen, der DAX, zu Ihren Gunsten, der Mini-DAX. Muss sich zu Ihren Gunsten bewegen, 4 Punkte, dann hätten Sie diese 20 Euro bei einem Punktwert von 5 Euro erwirtschaftet. Und diese 4 Punkte Bewegung, wir gehen mal davon aus, müsste sich also von 12.200 Punkten auf 12.204 Punkte bewegen. Und diese Bewegung, das sind gerade mal 0,03%. Also Sie sehen, das relativiert sich alles, wenn man das wirklich mal in eine vernünftige Relation zu den Werten setzt, was Sie auch machen müssen. Denn Sie können nicht immer nur sagen, ja, das kostet mich so und so viel. Sie müssen ja immer auch sehen, mit wie viel Sie dort im Markt eigentlich sind und wie viel sich dort eigentlich bewegen muss oder wie wenig er sich bewegen muss, damit Sie die Kosten schon wieder drin haben. Also Sie sehen es auch hier, auch das denke ich mir, würde man jetzt nicht als übertrieben teuer oder teuer bezeichnen können, dass Sie gerade mal eine Bewegung von 0,03% zu Ihren Gunsten haben müssen, um diese Marktzugangsgebühr von 20 Euro, die die Eurex verlangt, zu erwirtschaften. Nochmal zurück. Hier sind es gerade mal 0,004% an des Werts der Kommission von dem Wert, den Sie im Markt bewegen. Und hier unten muss sich der Markt gerade mal um 0,03% bewegen. Also Sie sehen, wer mit dem Argument kommt, Future-Handel sei teuer, dem muss ich entgegnen, das stimmt nicht. Da muss er sich vernünftig damit befassen, mit der Thematik. Wenn man sich das dann genau real vor Augen führt, und mal vergleicht, welche Kosten ich eigentlich habe
im Gegensatz oder in Relation zu den Werten, die ich dort bewege, ist es eigentlich sehr, sehr günstig, was ich hier am Markt bewege, mit welchem minimalen Einsatz eigentlich und mit was für Summen, die dahinter stehen. Hier habe ich jetzt auch noch mal die Vorteile Ihnen mal auch aufgezeigt, denn es wird ja dann oft immer gesagt, ja, dann handle ich doch besser den CFD, tun Sie nicht. Also Sie handeln wirklich besser den Mini DAX Future beispielsweise als ein CFD, denn zum einen ist es, wie gesagt, es ist börsennotiert an der Eurex. Es ist ein komplett elektronischer Handel, der dort stattfindet. Es ist eine automatisierte Ausführung aller Orders in 30 bis 40 Millisekunden. Dazu wechseln wir nochmal in die Plattform und schauen sich jetzt mal Time and Sales an. Sehen Sie, wie das jetzt gerade hier runterrasselt, unten drunter. Und das ist jetzt Echtzeit. Das passiert jetzt echt an der Eurex, jetzt in dieser Sekunde im Bund als Beispiel. Wir können auch gerne mal den Mini-DAX öffnen. Dann zeige ich Ihnen das auch noch mal am Mini-DAX. Den Bund schließe ich jetzt mal. So, jetzt haben wir hier den Mini-DAX, wie Sie sehen. Und hier öffne ich jetzt auch Time and Sales. Mach das mal ein bisschen größer. Und da unten sehen Sie schon, was dort gerade passiert. Also Sie sehen, mit welcher Geschwindigkeit hier Orders ausgeführt werden und so weiter. Also das ist es halt, was auch nochmal der Riesenvorteil ist, dieser voll elektronische, zentralisierte Handel der Futures an dieser einen besagten Börse. Es gelten die gleichen Spielregeln für alle. Schauen Sie unten mal rein in das Time and Sales, wie da jetzt gerade die Zahlen runterrasseln. Also so schnell kann man teilweise gar nicht schauen, wie das hier passiert. Und das ist halt der Riesenvorteil bei einem guten Broker, wie wir es sind, mit Tick-by-Tick-Daten, wo Sie diese ganzen Informationen erhalten. Dann, was ich Ihnen vorher noch gesagt habe, es ist halt ein Orderbuch für alle Trader weltweit. Jeder, der den Mini-DAX handeln will, muss dies an der Eurex tun, egal wo er auf dieser schönen Welt lebt. Auch hier wichtig, dass die Liquidität durch konkurrierende Market Maker von seitens der Eurex immer sichergestellt ist. Sie erhalten saubere Chartdaten, weil Sie ungefilterte Tickdaten direkt von der Eurex erhalten. Auch hier ist wichtig, es gibt kein Kontrahenten- oder Bonitätsrisiko. Die Eurex garantiert jedes Geschäft. Und nun mal, Sie haben auch bei uns natürlich eine Weltklasse-Handelsplattform mit dem Nanotrader. Hier kommt eine Frage auf: Ab welcher Kontogröße macht der Future-Handel Sinn? Eine sehr gute Frage. Kann man auch sehr leicht beantworten. Bei uns beispielsweise ist die Mindesteinzahlung 5.000 Euro. Also mit einem 5.000-Euro-Konto können Sie schon sehr gut Futures handeln, denn man beginnt ja normalerweise immer klein und handelt sich dann oder handelt dann das Konto immer größer und größer. Das heißt also, mit einem 5.000-Euro-Konto ist klar, werden Sie keinen DAX handeln können, weil Sie einfach nicht die Sicherheitsleistung, die Margin hinterlegen können. Aber Sie haben natürlich andere Märkte, die Sie mit 5.000 Euro wunderbar handeln können. Wie ich gerade gesagt habe, den Mini-DAX, dort können Sie, den können Sie wunderbar handeln. Der hat gerade mal eine Margin von 1.500 Euro. Was Sie auch wunderbar handeln können mit diesem Konto, mit einer 5.000-Euro-Kontogröße, ist der Bund beispielsweise oder der Euro-Stoxx. Das sind sehr, sehr liquide Märkte. Auch gerade den Bund haben Sie ja gesehen, mit welchen Kontraktvolumina dort gehandelt wird in dem Bund. Also mit 5.000 Euro kann man schon wunderbar im Future-Handel einsteigen. Und ich denke mir mal, ich konnte Ihnen hier ganz klar die einzelnen Vorteile aufzeigen, welche Sie nun mal ohne Diskussion im Future-Handel haben. Zentralisierter Markt,
Tick-by-Tick-Daten, eine Börse für alle Händler, gleiche Regeln für alle und. Also Sie sehen nochmals, es gibt hier sehr, sehr viele Vorteile, die Ihnen der Future-Handel bietet. Wenn Sie jetzt weitere Fragen haben, wenn Sie eine individuelle Beratung meinerseits wünschen, wenn Sie ein Konto eröffnen wollen, wenn Sie weitere Fragen haben rund ums Thema Trading, rufen Sie mich bitte an unter unten besagter Nummer in Frankfurt, die 069 271 39780, oder schreiben Sie mir eine Mail s.stanisawatz@whselfinvest.com. Hier wird gerade die Frage gestellt, ob das Webinar aufgezeichnet worden ist. Ja, wird es. Das wird spätestens morgen oder übermorgen online gestellt. Wenn Sie hier diese Folien haben möchten, die PDF, die ich jetzt Ihnen hier heute gezeigt habe, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, dann schicke ich Ihnen die gerne zu. Dann beantworte ich Ihnen noch gerne alle weiteren Fragen über welches Börsenmitglied platzieren Sie die Futures, wird hier gerade gefragt. Das ist bei uns, in unserem Fall ist unser Partner die Macquarie Bank. Über die werden die Futures bei uns platziert. Solche Fragen beantworte ich Ihnen noch gerne per E-Mail. Ich habe noch eine zweite Frage vorbereitet. Da würde ich Sie auch noch bitten, sich kurz Zeit zu nehmen und an dieser Umfrage kurz teilzunehmen. Und mir bitte kurz die Fragen zu beantworten. Also nochmals, wenn Sie Fragen haben sollten, gerne eine E-Mail an mich. Ich helfe Ihnen da gerne weiter. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Alle Fragen, die ich jetzt nicht beantwortet habe, beantworte ich Ihnen gerne per Mail. Hier schreibt noch jemand, wie hoch ist die Einlagensicherung bei WH Self Invest pro Kunde? Das ist bei einem CFD- und Forex-Konto ist es 100.000 Euro pro Kunde pro Konto, und bei dem Future-Konto sind es, das die Macquarie Bank in England ist, sind es 75.000 britische Pfund. So hoch ist dort die Einlagensicherung. Also auch diese Frage beantworte ich Ihnen auch gerne nochmals per E-Mail. Also bitte keine Scheu. Schreiben Sie mir eine Mail, wenn Sie weitere Fragen haben sollten. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, das Webinar werde ich auch noch online stellen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, so wie ich Spaß hatte heute, und hoffe, Sie bald demnächst wieder bei einem meiner Webinare begrüßen zu dürfen. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und auf bald. Tschüss.